Hallo und willkommen zurück bei Fortresskräfte Wolf Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch! Und mir, dem Anduin, grüß euch. Jetzt war ich mir nicht sicher, ob ich nicht Standbild habe oder nicht. Na, und neue Staffel, ne? Und wir sind in der Staffel 4. 4, glaube ich, ja. Und erstmals die Staffel, wo wir dort weitermachen, wo die Staffel, also die vorige Staffel aufgehört hat. Das heißt, wir haben keinen Map-Restart. Nein, wir haben aber einiges gebaut. Bauen halt da weiter. Und setzen auf das auf, was in der Staffel 3 passiert ist. Ja, zeigst du schon einmal was her? Ja, ich zeige mal her. Ich habe begonnen beim Hivemind ein kleines Häuschen zu bauen. Man sieht da unten unter der Brücke schon die Zuleitung von der angereicherten Infused Coal, ne? Die dritte Stufe der Kohle. Ja genau, die haben wir ja am Ende der Staffel 3 noch gemeinsam gebaut. Da gibt es auch noch ein hübsches Häuschen dazu. Ja, vielleicht eines, was euch aufgefallen ist, während die Tibra da jetzt drüber gelaufen ist, der Boden ist nicht mehr durchsichtig, also wir haben den Glasboden nicht überall getauscht, aber ein Großteil, ja, zwischen das, Erdgeschoss und erstes Untergeschoss. Das passiert noch so nach und nach. Untergeschoss, ja, genau. Ich habe hier einen Ring gebaut, damit alles von unten versorgt wird und wie man sieht, es funktioniert ganz gut. Also, ist ein schöner Fluss und es wird stetig der Hivemind bearbeitet. Aha. Ha? Ja. Da steht alles. Wo? Das finde ich jetzt sehr spannend. Was die steht? Bahnproduktion. Na, kommen, bei welchen? Kommen keine. Ja, bei alle. Da kommt keine Kohle. Da sind die Power Storages leer. Wow, ich habe ganz schön viel ruckeln. Alle sind noch nicht ausgesagt, aber. Okay. Muss ich gleich schauen. Ja. Da ist irgendwo ein Knack dann drin, ja. Es kann sein, dass das nun zu leer ist. Die FPS-Anzahl ist nun nicht wie erwünscht, aber wir arbeiten dran. Ja, komischerweise, es bricht immer ein, wenn man ins Zentrum schaut. Es ist natürlich, wenn man solche Lager hat, ist da natürlich auch nicht berühmt, das ist klar. Aber ganz schlimm wird es halt, wenn man da Richtung Zentrum schaut, vor allem im Erdgeschoss. Ja. Wissen wir noch nicht ganz, woran es liegt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz, warum da keine Kohle mehr läuft. Ich habe jetzt einfach einmal händisch einen nachgelegt, damit es nicht steht. Okay. Saugt der Hivemind zu viel? Weil den habe ich einfach unten angehängt. Nein. Am Ring. Okay, da ist einmal leer. Ja, ich habe da alles rausgenommen. Okay, da sind 100 drin. Moment mal, ist irgendwo 100? Nein, ich glaube, die füllen sie erst da, die Storage-Hopper müssen sie erst füllen. Okay. Na gut. Nein, ich habe die angereicherte Kohle überall rausgenommen. Ach so. Und das kann natürlich sein, dass das nur die Nachwehen sind. Das ist nicht... nicht toll. Ja, beim Hivemind rennt auch einiges rüber. Stimmt. Ja, vielleicht, dass das zu viel ist an einer Leitung. So, was habe ich noch gemacht? Oben ist die Kohle, der Verteidigungsring, endlich durchgehend. Der Kohleberg hier wird langsam abgebaut. Hier ist er. Und ich habe mich da durchgebuddelt. So. Ja klar, du nuckelst da die ganze Kohle weg. Damit befüllt man dir das dann nicht. Okay. Dass die du einfach auf dem Ring da dran gehängt hast. Ja. So, der Kohlehaufen ist auch bald, hoffe ich, weg. Wir haben unten wieder die Kohleschleusen aufgemacht, so dass das abgebaut werden kann. Ich habe das zum Hivemind einmal gekappt. Na, super. Dass sie das da befüllt. Okay. Wie du meinst. So, wo ja, das ist nicht hin? Gut, du zapfst das von. Ja, ja. Ja, ja. Da habe ich meine Garbage Sieve aufgestellt. Das heißt, die nehmen jeden möglichen Dreck und verarbeiten ihn zur Bastelmasse. Saugen sie selbstständig aus dem Inventar ab. Ja, das läuft dann hier durch. Und hier nehme ich es dann raus. So. Gut, was gibt's noch?
Ja, wir haben die Produktionen für alle Erze, die wir derzeit haben, haben wir die Produktionsketten oben aufgebaut. Mhm, auch für das Liquid Resin also mittlerweile? Bis zum Experimental Board, genau, dann das Liquid Resin produzieren wir jetzt auch laufend. Mhm. Deshalb hat eben die Tibra da diese Energieversorgung angezapft. Genau. Ja, und da ist schon das Liquid Resin. Das müssen wir wieder nach unten ziehen und also jetzt einlagern. Ja. Aber ich glaube, da bist du dabei, gell? Was? Das Liquid Resin nach unten zu transportieren, oder? Ja. Ich habe von den Erzlagern überall einen zweiten Transportweg Richtung Bahnproduktion gezogen. Die, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, die Harden Machine Blocks sind fertig. Ah, cool. Ja, da habe ich momentan eine komplette keine. Länge. Wie viele hast du denn von den Pipes? Von den Pipes habe ich 822. Ich habe 340. Darf ich mal die Hälfte nehmen? Ja. Oder wir lassen stehen und lassen ihn inzwischen LODs machen. LOD-Blöcke. LOD. Also, das ist wurscht. Ja. LOD. LOD. Ja. Okay, LOD. Die bunten halt, ne? Ja. Ja, lassen wir es stehen. Das sind mal die. Na, nimm da raus. Okay. Nimm da raus, harten Machine Blocks. Ja. Wenn du keine hast. Weil Pipes brauchen wir ja laufend. Okay. Schauen wir mal. Nimmst du mal die ganze Reihe raus, weil ich habe eben die 822. Heiße 2 habe ich. Mhm. Gut. Gehört schon mir. Nein, klar. 1600. So, ich lege jetzt gerade die Energiezufuhr da um. 14.000 Copper Coils habe ich. Oh, da unten ist das die Kohle aus. Sehr schön. Hängen wir gleich um. Wir haben auch einiges an Kohle abgebaut vom unteren, von der unteren Etage. Stimmt, ja. Wie man sieht, hier ist schon gähnende Leere. Also da können wir sie schon wieder ausbreiten und irgendwas hinpflanzen. Das Lager vergrößern. Ja. Na. Was ist mit du? Warum geht das da nicht weiter? Achso, ich habe das obere mal angehängt. Das hier. Okay. Aber das wird schon. Sehr fein. Oh, das dauert noch. So. Ja, was jetzt noch fehlt, ist ein zweiter Transportweg bis zu den Erzförderern. Also da haben wir momentan nur einen. Deshalb ist es jetzt auch so, dass die Erzlager werden leer laufen. Mhm. Und das müssen wir natürlich ändern. Tut sich da nichts. Nur vorher baue ich jetzt einmal diesen Weg da von der Tibra neu. Ja, ich dachte, ich mache es mir einfach. Oh, ich habe das ganze Kohlelager noch nicht fertig aufgebaut. Sehe ich gerade. Ja, dann was wir noch hatten, das haben wir zwischen den Aufnahmen erledigt, weil es einfach eine irrsinnig zermürbende Arbeit war. Das Kupferlager war um einen Block falsch aufgebaut. Es war versetzt, ja. Und damit haben wir die vollen Storage Hopper komplett jetzt, also alle Zeilen um eins transferiert. Mhm. Das war eine Abendbeschäftigung, ne? Zwei. Oder zwei Abende. Oder zwei Abende, glaube ich. Ja, ich glaube, es waren zwei Abende. Hast du recht. Ja, was macht man sonst im Sommer, wenn es heiß ist, ne? Hm. Genau. Ist ja nicht so, ne? Ja, in den nächsten Folgen, was haben wir so vor, sobald die Erzproduktion stabil läuft, also vor allem da das Rauftransferieren aus den Erzförderern. Mhm. Und dass sie die Lager wieder füllen, dann werden wir natürlich weiter in die Tiefe gehen. Wir sind jetzt momentan auf 750, glaube ich, circa bin ich. Ja, und schauen, was da unten so gibt, ne? Ja, also auf 750 sind noch immer die gleichen Sachen, da hat sich noch nichts geändert. Ja, das. Aber es wird natürlich
drunter. Die Verteidigung größer ausbauen. Was haben wir noch? Du hast mir irgendwas angeschafft, ich soll Copper Coils 20.000 oder so machen. Mhm. 14.000 habe ich bereits. Ja, und die brauche ich dann für? Für die Akkuproduktion. Die Akkus werden einerseits für NASA verwendet und andererseits braucht man diverse Akkus bei einigen Teilen, die man halt produzieren kann. Also es gibt zum Beispiel einen Induktionslader, der wäre toll für alle Produktionen, die sehr viel Energie ziehen. Labor. Und da braucht man aber Akkus, die man da reinpflanzt. Okay. So, jetzt haben wir der Kohle wieder etwas Platz verschafft. Ja, und nachdem wir Liquid Resina jetzt laufend produzieren, wollen wir natürlich dann als nächstes den, neben der Kohle, diesen hochwertigen Treibstoff beginnen zu produzieren, um dann mal den Reaktor aufstellen zu können. Der ist es der Orbit Trans oder irgendwas war da mit Orbit Energie? Nein, das ist rein einmal der Reaktor. Ah ja. Aber es gibt dann so einen Orbit Transmitter. Genau, dieser. Ich muss mir mal ein Wörterbuch schreiben. Von Kohlekocher bis Bastelmasse und was weiß ich was. Gut, so. Kohle hat wieder etwas Platz, das freut. Das Die Pipes rauf für die Bahn brauchen wir auch, gell? Ja. Okay. Dass die im Südosten wieder raufkommen, die Bahn. Ja, da kommen dann die ganzen hochwertigen Produktionsketten hin. Okay. Ups, so. Ja, die Frameanzahl ist nicht berauschend, aber wurscht. Ich habe keine Storage-Shop. Hallo? Was fehlt mir? Ich habe alles, ja. Lauf. Lauf tiefer, lauf. Ja. So schön Material verbraten. Okay, 10 Bahnen fehlen wieder mal. Schauen wir mal, wie es ausschaut da unten im Zinnlager. So, na, da war nichts. Zum Zinnbarren. Ich habe da erst rausgenommen. Aber oh, die Produktion ist ja sensationell mittlerweile. Da kommen wir für Kohle. Wo? Oh. Sehr spannend. Wo ist das? Unter unserem Erdgeschoss auf der Südseite. Auf das. Ja, das kann. Außen oder innen? Außen. Außen. Ja, außen und innen. Mhm. Scheiße. Da muss ich mit der Energieleitung vorbei für den Helfment. Ja, da ist in der Ecke ein Kohle-Ding. Wir haben noch viel Kohle-Dinger. So, 258 brauche ich Eisen auch noch. 129 Eisenbahn ist ein bisschen wenig. Wir haben genügend Kohle im Haus. Ah ja, und da kann ich auch gleich die Leitung runterbauen. Weil Kupfer und Zinn ist ja schon gebaut. Und dann bleibe ich gleich da. Und du kannst die Bahnleitungen auch rauflegen. Okay.
Okay. Bei mir wird es jetzt dann nicht mehr genug Pipes sein, nachdem ich das da... Ich lege mal so. Die Leitung bis ans andere Ende. Gut, wie soll das dann oben rauflaufen? Ehrlich gesagt, eigentlich so wie beim Erz, oder? Zusammenführend. So wie beim Erzen, du hast mit Kohle beginnst, ja. Ah ja, okay. Die Kohle müssen wir auch rauf. Kohle müssen wir auch rauf? Yep. Mit der Infused? Jupp. Yep. Okay. Stück. Gut, na dann. So, da steht ja noch einiges im Weg. So. Ja, Tibor hat da das für die Bastelmasse neu aufgebaut. Da sieht man, das sind diese Garbage Thieves, wie sie jetzt erst erwähnt hat. Wenn man da in die Nähe kommt, wird einfach halt alles, was so an Steinen und Erde und so weiter, was immer im Inventar hat, wird. An Dreck, ja. Wird einem sich die automatisch. Abgesaugt. Geht das mit Bauchfett da? Nee. Mit Speck. So, was habe ich noch gemacht? Ich habe im untersten Geschoss noch ein Stück ausgehoben. Da ist ein Mörder-Riesen-Erzblock drin. Also, was heißt da? Ein paar von Zinn, Kupfer, Eisen. Ist fast das ganze Geschoss eigentlich nur ein Erzblock, gell? Oder Salbe. Was das unterm 10. oder was? Ja. Ja, wir haben neben dem großen Eisenblock, den wir ja eh schon angehängt haben, haben wir glaube ich noch 2 oder 3 gefunden. Ja. 2. Insgesamt sind es 3 in der Größenordnung. So. Jetzt werde ich oben mal kurz nachsehen, wo denn das ganze Zeug raufgeht. Hm? Ich bin da mal am Ende. Das ist schön. Wie schaut's aus bei dem Kupferblock? Ja, Labor können wir auch kurz reinschauen. Check. Wie gesagt, wir haben derzeit nichts zu lernen. Da habe ich einen. Wird sich dann ändern, wenn wir weiter, also tiefer kommen. Dann sollten wieder neue Projekte aktiv werden. Aber momentan haben wir alles, was es gibt. So, da gehen schon 2 Leitungen rauf, was auch notwendig ist. Ah, wie schaut's aus beim Eisen? Tropf, 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 tropf. Eisenlager. Eisenerzlager, sagen wir so. Dürftig, dürftig. Ziemlich ist leer gesaugt, Eisen. Lager? Ja, das ist das Problem, weil wir eben von den Förderanlagen nur eine Leitung haben und wenn 2 weggehen, okay, können die natürlich nicht mit einer versorgt werden. Gut, wo soll die Eier oben nachschauen? Oben kurz nachschauen. Kohle, Kohle, Kohle. Ah ja, da hast du schon runtergebaut. Das heißt, ganz im Eck außen geht die Kohleleitung. Genau. Und dann ist die Zinn, das heißt auf Platz fehlt 3. Jo. Ist Zinn. Mach mal
habe da gleich eine Juckerwelle. Das ist Kupfer. Okay, dann machen wir da mal Zinn drauf. Und da Kupfer und bei Eisen ist nämlich dann schon Kohle im Weg. Das ist super.